Madison, hör auf, dir Sorgen zu machen. Wir sind auf Schatzsuche. Schatzsuchen machen Spaß. Ja! Es wird schon alles gut gehen. Ich habe alles bis ins Kleinste geplant. Du hältst die Karte falsch rum. Kannst du bitte lächeln? Simon Masrani und Dr. Wu werden es noch bereuen, dass sie deine Leistung nicht würdigen. Wenn wir erst Captain Ohnebarts Schatz gefunden haben, sind wir alle reich. Und dann wirst du dein eigenes Labor in meinem neuen Freizeitpark leiten. Brachiosaurusburg. Oh, ist das dein Ernst? Und ich dachte, der Name wäre total der Renner. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass du mir nicht alles erzählt hast, Danny. Es gibt vieles, was er ihm nicht erzählt hat. Wer ist das Kind? Ach, beachten Sie ihn gar nicht. Wenn der ausnahmsweise mal keinen Bildschirm in der Hand hat, weiß er gar nicht so richtig, was er redet. Wer waren Sie nochmal? Könnt ihr mal Ruhe geben? Die Straße ist hier ziemlich eng und ich muss mich konzentrieren. Hinterher, Sinjin! Sonst ruiniert der kleine Bengel am Ende noch alles! Owen, der Raptor! Gib auf, du kleiner Verlierer! Ich bin richtig schnell, seit ich vor der Sekte des genervten Gepards weggerannt bin! Jetzt sei ein braver Junge und gehorche. Dann bist du zu Hause in deinem Schlafanzug, bevor du sagen kannst. Was in der Gepardensprache heißt, ratzfatz. Was ist da gerade passiert? Er dachte, er hätte einen Dinosaurierzahn gesehen und wollte ihn als Souvenir mitnehmen. Sehr gefährlich, sowas, Würstchen. Fahren wir lieber weiter, bevor jemand merkt, dass Allison die Unterlagen gestohlen hat und hier anfängt zu nerven. Bitte, keiner in Jurassic World wird gemerkt haben, dass ich weg bin. Wo bist du? Claire! Sekunde, Mr. Masrani. Hier ist was sehr Merkwürdiges geschehen. Bla, bla, langweilig, bla! Claire, ich habe eine Idee. Was wäre, wenn wir... Illegal. Okay, aber wie wäre es, wenn wir... Gefährlich. Illegal und gefährlich. Sie sind sehr gut, Claire. Stimmt was nicht? Dr. Wu sagt, dass Allison vor Stunden zum Mittagessen gegangen ist, aber sie ist seitdem nicht zurückgekehrt. Ich habe sie angerufen, aber sie geht nicht ran. Es gibt nirgends eine Spur von ihr. Ich rufe mal den Sicherheitsdienst an. Vic, alles in Ordnung? Klar. Wieso? Hören Sie, ich kann Allison nicht finden. Es ist vermutlich nichts, aber... Eine vermisste Person? Feldsucher! Vic, ich wollte Sie nur bitten, dass Sie und Ihr Team sich mal unauffällig ein wenig umsehen, ob Sie sie finden können. Gerne! Verdeckte Ermittlungen! Geheimoperation! Mach ich doch gern! So viel zu unauffällig. Vielleicht sehe ich mich doch besser ein wenig um. Owen, hier ist Claire. Warum hast du mich angerufen? Owen, hier ist Claire. Warum hast du mich angerufen? Oh. Was? Oh. Hey, Red. Was gibt's? Oh, das Bild von Claire ist doch in Ordnung, oder? Warum bringst du es mir? Was? Soll ich ihr Blumen schenken und sagen, dass ich sie gern habe? Ich hab sie nicht gern. Also nicht so. Claire, dir geht's gut, wie geht's mir? Owen, hast du vielleicht Allison gesehen? Nein, warum? Ich kann sie nicht finden und hab so ein komisches Bauchgefühl. Es ist wahrscheinlich nichts. Ich suche einfach mal weiter. Oh, brauchst du Hilfe von mir und den Raptoren? Gern. Wir sehen uns am Raptorengehege. Kein Wort jetzt. Ach, Allison, der Computer ist... Mr. Masrani. Claire hat alle meine neuesten Ideen abgelehnt. Erst kam sie mit gefährlich und dann meinte sie illegal. Und das bringt sie hierher, weil... Weil mir langweilig ist. Aber ich hatte noch eine ganz brillante Idee. Wenn Allison nicht da ist, kann ich doch vorübergehend als ihr Assistent einspringen. Mr. Masrani, ich möchte Sie nicht von all Ihrer wichtigen Arbeit ablenken und ich denke auch... Unsinn! Ich lasse mich durch nichts ablenken. Ich bin voll konzentriert. Was ist denn das für eine hochentwickelte organische Kultur? Mein Abendessen. Oh, wundervoll. Ich sterbe vor Hunger.
Hoffentlich ist Allison nichts passiert. Dass ich ihren Taschenrechner auf dem Weg aus dem Park gefunden habe, das macht mich nervös. Ach, da ist nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Ja, du hast recht. Ich glaube, ich mache mir mal wieder viel zu viele Gedanken. Und wen ich auch lange nicht mehr gesehen habe, das ist Hudson. Ich glaube, der ist sauer auf mich. Naja, weil ich ihm gesagt habe, dass er nicht bei allem dabei sein muss. Owen. Weil ich nicht will, dass er verletzt wird, wenn es gefährlich wird. Er ist noch ein Kind. Hudson kann manchmal besser auf sich aufpassen als Vic. Und außerdem, hier gibt es ja nun nicht so viele gefährliche Situationen, oder? Na gut, klar. Hin und wieder gibt es ja auch kleine Katastrophen, aber am Ende kommen wir doch mit allem immer klar. Also ich meine, hier brechen ja keine Vulkane aus. Ja, genau. Als könnte sowas passieren. Zu viel Schlamm. Man sieht die Reifenspuren nicht mehr und die Straße gabelt sich hier. Teilen wir uns auf. Vielleicht finden wir ein Zeichen von Allison. Ja, ich mach's. Also, Claire, ich will dir sagen, ich finde, du bist toll. Super toll. Und ich bin super untoll. Ich schenke dir Blume. Claire, ich mag dich, deshalb schenke ich dir diese offensichtlich ganz besondere Blume. Also Red, ehrlich, du hättest auch bellen können, anstatt in meinem Gesicht rumzuschlabbern. Was ist passiert? Ich habe ein Bestimmungsbuch runtergeladen. Ich glaube, das war eine volle Sprühladung picosatischer Monothemius von einer veränderten Colicanthus occidentalis. Oh, das ist ja interessant. Das erklärt leider gar nichts. Das ist eine giftige, uralte Pflanze. Unglaublich selten. Und wie giftig ist sie? Hier steht, dass die Pollen der Pflanze zu einer Reihe von Vergiftungsanzeichen führen. Immer eines nach dem anderen. Anzeichen? Und welche? Erstens Kontrollverlust über die Muskeln, zweitens lautes Reden, drittens zwanghaftes Erzählen der Wahrheit, viertens eine blühende Fantasie und fünftens als letztes... Oh, aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wirklich? Welche? Ach, es ist nicht ansteckend. Hurra! Keine Sorge, irgendwo stehen hier immer noch diese alten Krankenstationen von Jurassic Park herum. Da könnten wir bestimmt ein Gegenmittel für dich finden. Also vielleicht auch eins, das noch nicht abgelaufen ist. Irgendwo, könnten und vielleicht macht einem nicht gerade Mut, Claire. Bleib ruhig. Wir machen uns gleich auf die Suche danach. Wir haben noch Zeit. Du hast noch nicht einmal angefangen, Anzeichen zu zeigen. Ach, du hast recht. Ich bleib ruhig. Keine Anzeichen. Kontrollverlust über die Muskeln. Ja, aber das ist erst das erste Anzeichen. Du brauchst dir noch lange keine Sorgen zu machen. Wir bringen dich erstmal ins Auto. Au, 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 au. Ich habe hier alles notiert. Wenn Sie das erledigen könnten, würden Sie mir unglaublich helfen, Mr. Masrani. Okay? Ist schon so gut wie erledigt. Ach, wunderbar. Sie werden sich wünschen, ich wäre immer Ihr Assistent. Das ist mein Po. Was kann ich jetzt für Sie tun, Dr. Wu? Hören Sie, Mr. Masrani, können Sie mir einen Gefallen tun? Ja, jeden! Ich würde gerne was zu Abend essen. Könnten Sie mir was bei Winstons holen? Ausgezeichnete Idee! Verlassen Sie sich auf Ihren Assistenten. Bin gleich zurück. Zum Glück. Ich glaube, wir müssen durch den Wasserfall. Fahr durch! Wie stellst du dir das vor? Sie könnten schwimmen. Schwimmen? Hey! Die Lagune ist verseucht mit Männer, kleine Jungs und Süßigkeiten fressenden Piranha-Fischen. Du willst, dass wir schwimmen? Du zuerst. Wir fällen einen Baum so, dass er über die Lagune fällt und benutzen ihn als Brücke. Sinjin, gib mir mal deine Kettensäge.
Woher soll ich deine Kettensäge nehmen? Aber du bist ein Schurke, ein Gauner. So einer muss doch irgendwo eine Kettensäge haben. Oh Mann, ich glaub's ja nicht. Du hast wohl zu viele Krimis gesehen. Ich bin ein durch die Welt fahrender Glücksritter. Ich reise. Hast du schon mal versucht, mit einer Kettensäge in ein Flugzeug zu kommen? Ah, ich schenke dir eine Kettensäge zum Geburtstag. Bitte nicht. Ein Floß wäre mein nächster Vorschlag gewesen. Hm? Ja, ja, wirklich. Ganz ehrlich. Und das Paket? Dann brauchen wir eben ein größeres Boot. Oder einfach ein zweites Floß. Entschuldige, du bleibst hier, ja? Ich gehe zur Krankenstation, suche ein Gegengift und komme dann gleich wieder. Klasse, ich warte hier. Nein. 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 Ah! Sind das alles Spritzen mit dem Gegengift oder ist es nur eine davon? Wenn ja, welche? Das frage ich mich lieber nicht vor Owen. Hey, ich glaube, es geht mir ein bisschen besser. Seht mal. Ich sag ja ein bisschen. Okay, Owen, ich habe jetzt hier... Psst, Claire! Das ist vielleicht ein Raubtier. Sei also ganz leise. Ich spreche hier gerade sehr laut, nicht wahr? Das zweite Anzeichen. Rede bitte nicht. Anzeichen 2? Oh nein! Nein! Gib mir das Gegengift, bevor Anzeichen 3 auftritt und ich anfange, die Wahrheit zu sagen, dass ich dich sehr hübsch finde und wie gern ich dich habe, Claire. So ganz doll gern. Und ich habe Angst, dass du mich nicht genauso gern hast. Mist, jetzt habe ich die Wahrheit gesagt. Und das Gebrüll kommt von unserem vermissten Allosaurus. Ja, das ist er, definitiv. Alles gut, ich mach das schon. In ungefähr 5 Minuten. Nein, ich lenk den Allosaurus jetzt ab. Claire, nicht! Die Raptoren schaffen das. Dafür sind sie dressiert. Komm schon, du großer Kerl. Mir nach. Oh, sie ist so mutig und so niedlich. Hey, ich spreche nicht mehr laut. Ich bin gesund. Ein bisschen. Red, geh und hilf Claire. Die ersten 3 Anzeichen sind weg. Lässt das Gift nach oder kommt jetzt etwa... Oh nein! Ganz schön dunkel unter diesem Vulkan. Weißt du, wie das Ding angeht? Hast du Batterien reingetan? Nee. Sinjin, ich bin hier das Supergenie. Supergenies setzen keine Batterien ein. Ich weiß nicht, mit welchem von den beiden du verwandt bist, aber es klingt, als hätten sie ein paar Details in ihrem Plan übersprungen. Ich bin mit keinem von denen verwandt. Ich bin Hudson Harper und ein Gold-Platin-Dreifach-5-Schwarz-Diamant-Jahreserste-Klasse-Besucher in Jurassic World. Die haben mich entführt, weil ich gehört habe, was die Böses vorhaben. Sie stehen auf der falschen Seite. Die haben nicht übertrieben, als sie meinten, du hättest eine blühende Fantasie. Woher wissen wir, dass der Weg stimmt? Hier ist noch genug Licht, um die Karte zu lesen. Hast du mein Tablet eingesteckt? Ja, natürlich, hier ist es. Puh, gut. Selbst wenn alles schief laufen sollte, und das wird's nicht, kann ich immer noch mehr Chaos anrichten, als Jurassic World je gesehen hat. Sehen Sie? Aber damit kommen die nicht durch. Mein Freund Owen glaubt, dass ich mit gefährlichen Situationen nicht klarkomme. Aber ich zeig ihm, dass er falsch liegt. Oh, wo bleibt er? Vor Stunden habe ich ihn losgeschickt, um mir was zu essen zu holen. Nicht mal das kann er richtig machen. Oh nein. Thor! Was für
ein Pass. Kommen Sie, Dr. Wu, spielen wir Fußball. Ich will kein Fußball spielen. Ich will was essen. Und Sie haben mir nichts geholt, so wie Sie nichts von dem geschafft haben, worum ich Sie gebeten habe. Sie wollten mein Assistent sein und alles, was Sie getan haben, ist meine Forschung, um Wochen zurückzuwerfen. Sie sind gefeuert. Hoffentlich sind Sie noch heil. Red! Braver Hund. Aber das hält ihn nicht lange auf. Komm schnell! Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Danke. Owen! Lauf weg! Schnell, bevor... Er glaubt, er sei ein Raptor. Red, er fantasiert schon. Das ist das vierte von 5 Anzeichen, wenn er jetzt nicht ganz schnell das Gegengift erhält. Wird's gefährlich. Wie konnten Sie mit denen zusammenarbeiten? Ich wusste ja nicht, dass es auch ein Teil seines Plans war, Jurassic World zu zerstören. Aber keine Sorge, ich bringe uns hier raus. Dann holen wir Hilfe, um sie aufzuhalten. Komm mit. Zurück in Jurassic World ist, um uns zu verpfeifen, wird es viel zu spät sein. Oh, ich hoffe, die Raptoren passen auf, dass Owen nichts passiert. Okay, danke. Wir sind doch Freunde, nicht? Nicht? Owen, ich weiß, dass du da drin steckst. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Kämpf dagegen an. Du hast mich doch gern, weißt du noch? Du hast mich ganz doll gern. Und ich... Ich hab dich gern. Ja! Nein. Na gut, nächste Idee. Was ist mit euch, Mädchen? Ihr wisst, dass ich eure Freundin bin. Und ihr wisst, dass ich Owens Freundin bin. Wenn er mir was tun will, muss das bedeuten, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, richtig? Und jetzt müssen wir Owen helfen. Toll, Leute.
Seite. Welche ist jetzt die richtige? Eine muss es sein. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mich entscheiden. Das ist doch ein schönes Blau. Oh, Owen. Ah, Pomfret! Ah! Dr. Wu! Juhu! Hier ist Simon Masrani! Ich bin hier, um mich zu entschuldigen! Und ich habe was zu essen für Sie! Tut mir leid, Dr. Wu! Ich war kein sehr guter Assistent! Aber was ich gut kann, ist, die besten Leute einzustellen und an dem arbeiten zu lassen, worin sie erfolgreich sind! Also werde ich bei dem bleiben, was ich gut kann, und werde Sie tun lassen, was Sie gut können! Oh, ach. Guten Appetit. Ich kann mich an gar nichts seit meiner Vergiftung erinnern. Ich hoffe, ich habe keinen Unsinn erzählt. Nein, nein, gar nichts. Okay, gut, ja. Ich denke, wir machen uns wieder auf die Suche nach... Allison! Ein Glück, da seid ihr. Danny hat diesen kleinen jungen Hudson entführt. Und er will Jurassic World vernichten.